Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts war die New Yorker Textilindustrie im East End praktisch ausschließlich in jüdischen Händen, und zwar sowohl die Besitzer der Sweatshops als auch die Arbeiterinnen und Arbeiter waren Juden. Sobald ich mich schlafen lege, muss ich schon wieder aufstehen und mit meinen kranken Beinen zur Arbeit gehen. Zu Gott will ich weinen mit einem großen Gewein. Warum bin ich geboren, eine Näherin zu sein? Ja, schauen Sie. Sehr lieb, ja. Ich komme spät zur Arbeit, weil der Weg ist doch weit. Und gleich schlagt man, zieht man mir einen halben Tageslohn ab. Die Nadeln zerbrechen 15 in der Minute und die Finger werden zerstochen und das hängt von ihnen das Blut. Ich leide ständig Hunger, ich habe nichts zu essen. Und wenn ich um Geld frage, dann sagt man mir, das kannst du vergessen. Friedrich, leg mich schlafen, darf ich schon aufstehen? Mit meinen kranken Beinen zu der Arbeit gehen. Zu Gott will ich reden mit der Kreuz Gedein, wo ich bin geboren, und Eltern zu sein. Ich komm spät zu der Arbeit, ist doch weit der Weg. Schlagt man mir ab, verhalbetig. Zu Gott will ich weinen, mit der Kreuz Gewein, wo ich bin geboren, an Eltern zu sein. Die Nadeln werden zerbrochen, 15er Minut, die Finger werden zerstochen, es rinnt von See das Blut. Zu Gott will ich weinen, mit der Kreuz Gewein, wo ich bin geboren, an Eltern zu sein. Ich leid ständig Hunger, ich hab nicht zu essen. Will ich Geld beten, heißt man mich vergessen. Zu Gott will ich.